30 Jahre nach dem Mauerfall ist die Zukunft der neuen Bundesländer auch das Thema der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Deswegen lud man am 24. Juni 2019 zum IHK-Dialog Wirtschaft trifft Wissenschaft. Professor Dr. Oliver Holtemöller, der stellvertretende Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, stellte die Studie des IWH Vereintes Land drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall vor. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle arbeitet seit Anfang der 90er Jahre an Fragen des Strukturwandels und über den Aufholprozess der ostdeutschen Bundesländer, aber nicht nur der ostdeutschen Bundesländer, sondern auch anderer Transformationsökonomien. Und von Zeit zu Zeit bringen wir Veröffentlichungen heraus, die Zusammenfassungen liefern, die eine Gesamtschau auf die Arbeitsergebnisse, die wir insgesamt so aus der Forschung haben, darstellen. Und das liegt hier vor uns. Ne? Diese Studie bot auch die Grundlage für die anschließende Podiumsdiskussion. An ihr nahmen neben Professor Dr. Holtemöller Michael Zieche, Präsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt, Ralf Luther, Geschäftsführer der Stahlbau Magdeburg GmbH, Dr. Christoph Günther, Geschäftsführer der Infraleuna GmbH, sowie Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff teil. Durch den Abend führte André Rummel, Geschäftsführer des Bereiches Industrie und Infrastruktur der IHK Magdeburg. So zog man gemeinsam Bilanz über die letzten 30 Jahre. Michael Zieche resümierte positiv auf kommunaler Ebene und erinnerte an die prosperierende Entwicklung vieler ländlicher Regionen. Also einen Moment zu beschreiben, der sehr prägend war, ist natürlich schwierig. Also es ist ja letztendlich für einen Kommunalpolitiker ein ganzer Prozess gewesen. Das ist natürlich die Entwicklung einer Region, die ich heute als Landrat vertreten darf, wie die westliche Altmark, die letztendlich von einer perspektivlosen Grenzregion zu einer Region geworden ist, die auf einmal mitten in Deutschland liegt, mitten in Europa und alle Entwicklungschancen hat, die heute auch an aller übrigen Regionen haben. Das ist vielleicht sehr prägend für mich als Landrat auch gewesen. Von der Altmark bis zur Seidenstraße, das Thema Ost-West-Vergleich wurde lokal und global beleuchtet. Die Rolle, die ein wiedervereinigtes Deutschland dabei spielen kann, war in Teilen unklar. Ralf Luther äußerte sich skeptisch, ob es mit den aktuellen Strategien überhaupt konkurrenzfähig bleiben könne. Denn ich persönlich mache mir Sorgen um die Zukunft, die Wirtschaftsfähigkeit des Landes Deutschland. Wenn ich sehe, was die Chinesen auf diesem Gebiet machen mit ihrer Seidenstraße, zielgerichtet einen Neukolonialismus entwickeln, dann frage ich mich, wie wir mit unseren Strategien hinterherlaufen. Dass ostdeutsche Unternehmen in der Tat erfolgreich sein können, bezeugte Christoph Günther, der Geschäftsführer der Infraleuna GmbH. Ich will erst noch mal klarstellen, weil das Thema Förderung gerade auch noch mal in der Diskussion war. Die Infraleuna bekommt seit 2003 keine Förderung mehr, ja? sondern was wir seither erreicht haben, das haben wir aus eigener Kraft erreicht. Da es bei dieser Frage nicht nur um Wirtschaftskraft und Konzerne geht, sondern auch um Menschen, definierte Ministerpräsident Haseloff das klare Ziel des Bundes, in ganz Deutschland gleichwertige Lebensqualität zu sichern. Unser Staatssystem in Deutschland sorgt dafür, dass wir im öffentlichen Sektor für die Daseinsvorsorge in einem Korridor von bis irgendwo 90-110% die Angleichung der Lebensverhältnisse verordnet bekommen haben. Über den Bund-Länder-Finanzausgleich haben wir pro Kopf vergleichbare Summen zur Verfügung. Und wenn das durch die eigene Produktivität, durch die eigene Unternehmensdichte und die eigene Wirtschaft bis hin zur Gewerbesteuer nicht realisiert ist, wird das mehr oder weniger über diesen großen Finanzausgleich, so wie das auch in anderen Sozialsystemen der Fall ist, ausgeglichen. Sodass wir also an der Stelle als Staat hervorragend funktionieren. Und das ist auch gesichert per Verfassungslage. Letztendlich sollte nicht vergessen werden, dass auch wenn 30 Jahre nach dem Mauerfall das Thema Ost-West noch nicht ganz abgeschlossen scheint, der Blick nach vorn in eine blühende Zukunft unabdingbar ist.